Lachend schob sie ihr Dekolleté nach oben. Matthias wurde heiß und kalt zugleich. Ihr Shirt war nicht extrem ausgeschnitten, also hatte er nichts zu Gesicht bekommen. Aber trotzdem ging es nicht spurlos an ihm vorbei. Kelly und ihr Push-Up. Puh, der Gedanke setzte sich gerade in seinem Kopf fest. Gleichzeitig musste er ihr die Dirndl-Idee ausreden, denn der Ernstl reagierte oberallergisch, wenn sich eine Nicht-Bayerin in ein Dirndl presste, weil sie das so witzig fand. Der sagte dann immer erbost, »Die glauben, das ist eine Faschingsverkleidung, aber das ist altes bayerisches Brauchtum. Außerdem sind die Originaltrachten züchtig, jawohl.« Damit hatte er recht. Die edlen, dunkelblauen Dirndl der Oberapfelbacherinnen waren knöchellang und der Ausschnitt wurde durch ein einfarbiges Tuch, das hineingesteckt wurde, verdeckt. Mit den billigen und megakurzen Fetzen, die norddeutsche Teenies auf dem Oktoberfest trugen, hatte das nichts zu tun. »Ich weiß nicht recht«, begann er vorsichtig. »Die Jungs hier sind in dieser Hinsicht ein bisschen eigen. Also die Frauen auch. Wir haben ja 3 Klarinetten und 2 Querflöten. Ich wollte sagen, Frauen, die spielen.« Kelly lächelte. »Frauen, die bei euch spielen, sind eigen wegen Dirndln? Klingt ja lustig. Dabei bin ich ja keine Preußin. Ich komme nicht aus dem hohen Norden.« »Alles nördlich der Donau ist Norddeutschland.« Er lächelte zurück. Sie sah schön aus, wenn sie lächelte. Strahlend wie ein Sommermorgen. Frisch wie der Wind, der sanft über die goldenen Ähren blies. Federleicht wie die Schmetterlinge, die um den roten Klatschmund tanzten. Hinreißend wie der Sonnenuntergang über dem Jakobiberg. »Ich seh schon«, sagte sie. »Das Leben hier ist gar nicht so einfach, wie es scheint, sondern ganz schön kompliziert. Aber kein Problem. Ich habe deine dezenten Andeutungen verstanden und werde keine Dirndl-Blasphemie begehen. Ein Minikleid darf ich aber anziehen. Oder kriegt dann die Tuba einen Herzinfarkt?«